Heute zeige ich euch, wie man eine schöne Mütze häkelt, und zwar im sogenannten Puff Stitch. Und die Mütze wollen wir aus der schönen Easy von Sandnisgarn häkeln. Die hat einen schönen Glanz und eine schöne Struktur, und da kommt das Muster besonders schön raus. So, dann fangen wir mal an. Es geht ganz leicht. Wir beginnen mit 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Schließen diese Luftmaschen mit einer Kettmasche zum Ring. So. Und nun häkeln wir in diesen Ring hinein 5 Puff Stitches. Und zwar gehen die so. Man zieht den Faden hier ein bisschen lang, macht einen Umschlag, sticht in das Loch, holt das Garn durch, zieht den Faden wieder schön lang, macht einen Umschlag, sticht durch, holt den Faden hoch und nochmal das Ganze. Insgesamt 4-mal, einmal noch. Kontrollieren kann man das Ganze, wenn man 9 Schlaufen hier auf der Nadel hat, 2, 4, 6, 8, 9, dann ist es richtig. Und dann ziehen wir einmal durch alle Maschen durch und machen 2 Luftmaschen. Upsala, fertig ist der erste Puffstitch. So, 5 davon machen wir hier in den Ring. Einen haben wir. 1, 2, 3, 4. Durchziehen, 2 Luftmaschen. Den zweiten. Und der nächste. 1, 2, 3, 4. Einmal durchholen. 2 Luftmaschen. 3 Stück haben wir. 1, 2, 3, 4. Durchziehen. 2 Luftmaschen. 4. Und jetzt kommt der letzte. 1, 2, 3, 4. Durchziehen. Und 2, upsala, Luftmaschen. So. Jetzt verbinden wir diesen letzten Puffstitch mit einer Kettmasche hier mit dem ersten. So, und haben jetzt einen schönen Ring. Nun häkeln wir immer erstmal eine Luftmasche, damit wir ein bisschen an Höhe gewinnen. Ziehen die Masche schön hoch und häkeln jetzt ein Puffstitch in die erste Lücke zwischen den ersten beiden Puffstitches. 4, 1, 2. Und dann immer 2 Puffstitches in die Lücke. 2, 3, 4. Durchziehen. 2 Luftmaschen. Hier jetzt noch einen hinein. 1, 2, 3, 4. Durchziehen. 2 Luftmaschen. So, jetzt hier in die nächste Lücke. In diese hier. Auch wieder 2 Puff Stitches. 1, 2, 3. Durchziehen, 2 Luftmaschen. Nochmal das Ganze. 1, 2, 3, 4. Durchziehen, 2 Luftmaschen. So, da haben wir wieder 2 Stück. Und nun kommt die nächste Lücke. Hier. 1, 2, 3, 4, 2 Luftmaschen.
1, 2, 3, 4, 5. So, das sieht doch schon ganz schön aus. Und jetzt die letzte Lücke. 1, 2, 3, 4. Noch einen. 1, 2, 3, 4. Durchziehen, 2 Luftmaschen. So, nun haben wir ja am Anfang hier nur einen Puffstitch in die erste Lücke gehäkelt. Und deswegen müssen wir da jetzt nochmal rein und häkeln dort den zweiten noch dazu. 1, 2, hier so ein bisschen aufpassen. 3, 4. Durchziehen. Eine Luftmasche. Und hier machen wir, wie gesagt, nur eine Luftmasche und verbinden dann diesen eben gehäkelten Puffstitch wieder mit einer Kettmasche mit dem zuerst gehäkelten. So, jetzt sieht man schon, wie es werden soll. Und jetzt machen wir das gleiche nochmal. Das heißt, wir häkeln hier jetzt nochmal eine schöne lange Luftmasche, einen Puffstitch hier in die erste, 2, 3, 4, erste Lücke. Da kommt dann nachher am Schluss der zweite dazu. Und jetzt wieder 2 Puffstitches in jede Lücke. So, ihr habt jetzt, wenn ihr die erste Reihe zu Ende gehäkelt habt, 5 und wenn ihr die zweite Reihe gehäkelt habt, insgesamt 10 Puffstitches in der Runde. In der nächsten Reihe häkeln wir immer abwechselnd einen Puffstitch hier rein. Da kommt ja dann nachher der zweite dazu. Und in dieses Loch einen Puffstitch. In diesen dann 2 und in dieses wieder nur 1. Das heißt, immer nur in jedes zweite Loch häkeln wir 2 Puffstitches. Allerdings beginnen wir, wie gesagt, am Anfang der Runde immer mit einem einfachen Puffstitch, da kommt ja nachher der zweite dazu. Hier dann nur einen hinein, 2, 3, 4, 1, 2. Hier 2 hinein, 1, 2, 3, 4. Schließen, 1, 2 und noch einen, 1, 2, 3, 4, schließen, so und in das nächste Loch wieder nur einen Puffstitch. 2, 3, 4. Wenn ihr damit fertig seid, müsstet ihr nach der dritten Runde 15 Puffstitches in der Runde haben. So, mit dieser Runde bin ich fast fertig. Ich häkel jetzt noch den letzten Puffstitch mit zu dem ersten dazu. Schließen, eine Luftmasche, eine Kettmasche, eine schöne lange Luftmasche. Und jetzt sieht man schon, wie sich das hier schön wellt. Da soll ja nachher unser Kopf rein. So, und jetzt kann man auch schon ziemlich gut sehen, in welche Lücken man später dann immer wieder 2 Puffstitches reinhäkelt. Hier ein, hier ein und hier in dieses V häkelt man nachher wieder 2 rein. So, und das ist dann unsere vierte Reihe. Aber natürlich beginnen wir erstmal mit dem ersten Puffstitch hier in die erste Lücke wieder. 1, 2, 3, 4, da kommt ja dann nachher wieder der zweite dazu und hier jeweils einen und dann 2. Ich mache das mal und melde mich, wenn ich fertig bin. So, ich bin jetzt kurz vor Ende der Reihe, häkel noch einen Puffstitch zu dem ersten dazu, 2, 3, 4, durchziehen, eine Luftmasche, eine Kettmasche, fertig. Und jetzt kann man das hier sehr schön erkennen, wo immer 2 Puffstitches hineingehören
hier zum Beispiel. Und so häkeln wir jetzt noch eine Runde. Hier vorne einen hinein. 1, 2, 3, 4. So, hier einen hinein, hier einen hinein, hier einen hinein und hier zwei. Und so machen wir die ganze Runde. Also dreimal ein, einmal zwei, dreimal ein, einmal zwei. Ihr werdet sehen, das kann man ganz leicht erkennen hier. So, wenn alles richtig ist, sollten jetzt 25 Puffstitches gehäkelt sein. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt häkeln wir nur noch in jede Lücke immer einen Puffstitch, also ohne weitere Zunahmen hinein, und zwar 6 Reihen lang. Jedenfalls für mich, für Kopfumfang ungefähr 57 cm, wird das nachher genau die richtige Größe. Wer es noch gerne ein bisschen ballonartiger hat, kann gerne noch eine Reihe mehr häkeln. Ich empfehle 6 Reihen. Ich melde mich wieder. Noch ein kleiner Tipp, weil jetzt hier demnächst das neue Knäuel angefangen werden muss. Wenn der neue Faden angesetzt werden soll, würde ich es so machen, dass ihr an der Stelle, wo die zwei Luftmaschen kommen, die erste Luftmasche mit dem alten Faden häkelt und die zweite Luftmasche dann, da legt ihr den neuen Faden parallel zum ersten, häkelt die zweite Luftmasche mal mit 2 Fäden, das fällt nachher gar nicht auf, lasst dann den alten Faden hängen und häkelt einfach mit dem neuen Faden weiter, ganz normal, einen Umschlag und ins nächste Loch. Und dann wird es nachher schön ordentlich vernäht. Nicht anknoten, sondern schön vernähen. Das war's schon. Am Ende jeder Runde müsst ihr auch aufpassen, dass ihr nicht aus Versehen noch weitere Maschen zunehmt. Hier zum Beispiel, ihr seht jetzt das Ende der Runde und den Anfang der Runde. Hier bitte keinen Puffstitch mehr reinhäkeln, denn wenn ihr mal genau schaut, so müssen die ja eigentlich zusammenkommen. Wenn ihr jetzt hier noch einen reinhäkeln würdet, würdet ihr wieder zunehmen. Das heißt, ihr verbindet jetzt einfach den letzten durch eine Kettmasche wieder mit dem ersten Puffstitch. Es ist zwar ein etwas größeres Loch, das fällt aber nachher gar nicht auf. Kontrollieren könnt ihr das, indem ihr immer mal nachzählt, ob ihr in jeder Runde weiterhin 25 Puffstitches habt. Wenn ihr mehr habt, habt ihr aus Versehen zugenommen. So, ich muss noch eine Reihe und dann bin ich fertig. So, nach 6 Runden ohne Zunahmen sieht meine fast fertige Mütze so aus. Ich verbinde jetzt noch die letzte Runde. So, und jetzt häkeln wir für den Rand einfach in jede Lücke 2 feste Maschen und auf den Pompon eine feste Masche. Das sind 75 feste Maschen und dann geht's weiter. So, ich bin fertig. Auch hier schließen wir wieder die Runde durch eine Kettmasche in die erste feste Masche. So, und weil das jetzt aber noch wahrscheinlich für die normale Kopfweite einer Frau zu weit ist, müssen wir noch ein bisschen abnehmen und das machen wir. Wir häkeln für die erste feste Masche eine Luftmasche. Dann häkeln wir 2 feste Maschen, 1, 2, und die dritte feste Masche, die überspringen wir einfach. Häkeln wieder 2 feste Maschen, 1, 2, und überspringen die dritte feste Masche. Wenn das nachher zu eng wird, denn jeder häkelt ja unterschiedlich fest, müsstet ihr vielleicht die Reihe nochmal wieder aufmachen und 3 feste Maschen häkeln und dann die vierte überspringen. Also hier in dieser Reihe kann man so ein bisschen variieren, je nachdem wie der Kopfumfang ist. Das Oberteil sieht ja schon ganz schön aus und das passt eigentlich für jeden normalen Frauenkopf. So, ich probiere das jetzt mal weiterhin mit diesen 2 festen Maschen und ein Überspringen. Und danach häkeln wir einfach noch so viele Reihen feste Maschen ohne Zu- oder Abnahmen, wie wir möchten. Entweder bis uns die Borte lang genug ist oder einfach bis die Wolle alle ist. Und dann sehen wir uns wieder. So sieht das fertige Stück dann aus. Bei mir hat die Wolle für fast 7 Reihen gereicht. Wenn der Faden ein bisschen eher abgeschnitten wird, hier wäre die Reihe erst hier zu Ende. Aber das merkt keiner. Also häkelt einfach so lange, bis die Wolle alle ist. Viel Spaß dabei! Und? Doch gar nicht schlecht geworden, oder? Also mir passt sie und ich finde sie toll.
Und in 90 Minuten fertig.